Willkommen zurück zu Dead Space 2. So, hier müssen wir uns wieder mal vor diesem schlimmsten Albtraum, wirklich dieser Nemesis von Dead Space 2. Ich dachte, das wäre es gewesen im ersten Teil, aber im zweiten Teil kommt er auch noch wieder. Diese Drecksau, diese Elendige. So, wir haben ja nicht wirklich Zeit. Und wir werden noch bombardiert. Und wenn uns diese Strahlen erwischen, sind wir platt. Okay, schnell durch. Ach komm, ey, das war doch nur ein Bug. Das ist wirklich, ey. An was ist der denn hängen geblieben? An was ist der gerade hängen geblieben, dass er nicht durchfliegen konnte? Ich versteh's nicht. Versteh's echt nicht. Das verstehe ich echt nicht. Vorsicht, Isaac, hier ist eine unsichtbare Wand. Du könntest daran hängen bleiben. Okay. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen... Komm, noch ein so ein... noch eine Klöte. Ist da Platz? Da ist Platz. Inventar ist voll, aber gleich nicht mehr, denn ja, wir nehmen eins. So, wo müssen wir hin? Okay, hier entlang. Warum ist das Ding immer noch verschlossen? Ah, vielleicht wollen wir erstmal den Vakuum und die Schwerelosigkeit vielleicht erstmal lösen sollten. Okay. Immer noch verschlossen. Okay. Jetzt ist sie offen. Puh, hoffentlich ist dieses Ding endlich mal weg. Isaac, du musst es tun. Okay, ist der einzigste Weg, den ich gehen kann hier. Gut, 500 Lappen. Okay, was versteckt sich hier hinten? So, was haben wir da? 3000 Ocken. Oh, das war's, wegen 3000 Lappen. Ich habe jetzt ein Ding hier, wegen 3000 Lappen. Habe ich jetzt einen Knoten. Knoten kostet 10.000 und ich habe für 3000. Jetzt habe ich einen Knoten wegen 3000. Und ein so ein Energiedings. Nee. Ich habe drin ein bisschen was übersehen, oder? Nee, habe ich nicht. Das nennt man wohl Verarsche. Da hat mich das Spiel wohl verarscht. Komm hier, benutze den Knoten. Benutze es. Hier findest du bestimmt was Tolles. Ja gut, zur Wiedergutmachung kriege ich wieder einen Knoten. Aber den habe ich trotzdem verloren. Den kriege ich nicht mehr wieder. Ah, okay, hier gibt es Shop und... Bench. Werkbank. Das Ruhrgebär. Jawohl. Hier ein bisschen mehr Schaden kann nicht schaden. Bisschen mehr Schaden kann nicht schaden. Klingt doch gut, oder? So, hier im Shop. Also ich habe extrem viel von denen hier. Bewegen, bewegen, bewegen. Ja, jetzt würde ich sagen... Ah, sollen wir... Doch, komm, ein paar Energieknoten. So. So sieht doch gut aus jetzt, oder? Okay. Noch mal ein bisschen aufwerten. Das Suchgewehr. Nachladen? Na, nachladen ist vielleicht nicht so. Ja, Kapazität. Hm. Egal wie, ist es hier alles ist Nachladen. Nachladen könnten wir, also sind die zwei Points. Mit drei Dingen könnten wir noch nachladen. Jawohl. Okay. Eigentlich ist das Suchgewehr jetzt eigentlich mal hier fast aufgewertet. Sekundärfeuer, das heißt... Erhöht... Ah, das war gar nicht mal so schlecht.
Ah, deswegen, wir haben das ja. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So, das heißt, wenn wir mit dem Ziefernrohr schießen, erhöht das den Schaden noch mehr. Das war's alles. Die Konvergenz ist fast gekommen. Triff mich beim Marker. Werde ich machen. Erstmal nochmal kurz abspeichern. Okay. Es sieht so aus, als ob wir das Ende fast erreicht hätten vom Spiel, so wie es aussieht. Boah, ich stehe genau vor dem Riesenmarker. Jetzt, okay, wo muss ich denn hin? Einfach nur wegrennen, einfach nur wegrennen. Ich glaube, wir haben hier sowieso nicht großartige Chancen, irgendetwas hier zu... Okay, einfach nur weg. Einfach nur hier weg. Ja, wir wurden natürlich hier schön verlangsamt. Von wem denn? Von wem denn? Wer hat uns hier gerade angespuckt? Das hat sein müssen, oder? Und die Türen gehen ja auch schnell auf. Oh ja. Okay, Suchgewehrmunition. Ach, da war noch wieder ein bisschen Suchgewehrmunition, aber okay. Schnell weg. Wir haben den kalt gemacht. Also zumindest haben wir ihn mal wieder ein bisschen liegen lassen. Mich kotzt es an, wenn ich möchte dieses Ding hier aufsammeln. Hallo. Ja, ja, na, ja. Nimm's nicht mit deiner scheiß Stase. Ah, endlich. Wo muss ich denn hin? Schnell weg von hier. Ich glaube, das nimmt nämlich kein Ende mit diesen Gegnern. Komm schon. Ich glaube, ich habe es fast geschafft. Ich habe es fast geschafft. Komm. Komm schon. Mach die Türe auf. Mach die. Klar. Klar. Sorry, wenn das jetzt nicht lesen konnte, aber genau deswegen hasse ich diese Textlogs hier. Genau aus diesem Grund. Das Spiel wird nicht pausiert, sondern es geht einfach direkt weiter. Okay, ich muss kurz aufspeichern. Nee, das ist mir zu krass. Wie viele Gegner hier auf einmal kommen. Und jetzt habt ihr recht. Dieser Teil ist nur noch reine Action. Da ist jetzt die ganze Atmosphäre ist flöten gegangen und ab hier. Außer das hier natürlich. Okay, wo muss ich denn hin lang? Okay, wie komme ich hier durch am besten? Geht's hier lang? Ja, ich muss mich da das. Ich lasse mich da immer so gern hinreißen davon. Okay, jetzt müssen wir ihn haben. Jetzt dürfte er eigentlich nicht mehr hinterherkommen. Das Erforschen des Markers war jedes. Komm schon. Hey, wie sieht der aus? Oh shit. Ich lasse nicht zu. Warum lebt er? Du sahst sowieso nicht mal so schön aus, von dem muss er. Jawoll!
Danke, Isaac. Jetzt ist es an der Zeit zu sterben. Was? Warum habe ich das Gefühl, dass ich mal schon wieder von einer Frau verarscht worden bin? Dein Körper ist der letzte, den wir für die Wiedergeburt brauchen. Die Schöpfer müssen absorbiert werden. Die Schöpfer? Meinten Sie mich? Aber Frost sagte, wir könnten den Marker zerstören. Nicht, wenn wir dich zuerst absorbieren. Ich habe Ihnen vertraut. Ich pfeife auf Sie und auf Ihre Ja, tut mir leid, aber ich muss auf dich schießen. Jetzt habe ich es verstanden. Wir nehmen ein bisschen das Suchergewehr. Oh, shit. Okay. Oh. Oh. Oh, das sah schmerzhaft aus. Okay, sie darf uns nicht. Sie darf nicht in unsere Nähe kommen. Also im Voraus sage ich schon mal, ich glaube, dieser Teil wird ein bisschen länger, denn ich glaube, das ist jetzt genau die Schlussphase von dem Game. So, ich glaube, das ist sowieso die stärkere Waffe. Wollen wir mal doch abchecken. Finger weg. Bleib weg von mir. Okay, haben wir ihn? Ich sag doch, die Waffe ist der Wahnsinn, oder? Diese Waffe ist eine Waffe. Suchergewehr. Also besser auf jeden Fall wie die Plasma. Mit der Plasma-Karte hätte ich ja 10.000 Mal draufschießen müssen. Oh, meine Energie sieht wirklich gut aus. Dead Space 2. Ja. Okay, ich glaube, das war's wirklich schon mit dem Spiel. Ja, das war's, glaube ich. Okay, so wie ich es verstanden habe, sagt er, okay, es ist egal, jetzt es ist sowieso alles vorbei. Bastard, war das Ihr toller Plan? Bastard. Mich absetzen und dann sterben? Ich stecke voll an, meine Idee. Ich hätte auch noch eine. Ich komm durchs Dach und hol sie. Schwingen Sie Ihren Arsch. Ellie sind zu spät. Weg von der Station. Nur schade, dass Sie diesmal nichts zu sagen haben. Aufpassen. Okay. Ich kann mich noch bewegen, ein bisschen geil. Okay, mit nochmal einen Boost geben. Mit der L2-Taste. Oh shit, wo ist das Ding? Komm schon, jetzt. Und XXXX. Jawoll.
Krasse Kacke, Mann. Geil. Weil jeder dachte, okay, jetzt kommt wieder sowas, wie im ersten Teil. Aber nee, ich glaube, das war's jetzt wirklich mit Dead Space 2. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben jetzt natürlich auch mega Spaß gemacht, das Game. Und ich würde sagen, als nächstes würde ich doch gleich auch im Anschluss gleich Dead Space 3 durchzocken. Und wir sehen uns dann in Dead Space 3, okay, Leute? Also, das war's von mir. Haut rein, Leute. Euer Redbeard.